Jetzt so. Müssen wir es nur fertig machen. Oh, Gott sei Dank. Haha, wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh. Ein Mistviech. Beurteilungsbogen. Beurteilung der Berserker für A. Jora, vorbildlich, keine Beanstandung. Sommeron, miserabel, hat Alpwaffe gefunden, wurde konfisziert und in Truhe abgelegt, okay? Akira, hilft wo sie kann, jedoch zu gutherzig. Abhärtung empfohlen. Bertram, hält sich an die Gesetze, dennoch verdächtig. Wer war denn Bertram? Weiß ich nicht. Riaka, keine Auskunft möglich. Okay, Drog, keine Auffälligkeiten. Born, gesetzestreu, aber nachlässig. Rest folgt. H. Okay. Urteilungsbogen. Verschlissener Brief. Sehr geehrte Damen und Herren, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Jobangebot in der Forschungsabteilung bei Infinite Skies nicht meinen Vorstellungen entspricht. Daher sage ich Ihnen hiermit ab. Freundliche Grüße. Schön. Das war ganz wichtig. Gut, dass man das gefunden hat. Bitte, tu uns nichts. Wir versuchen doch nur friedlich hier zu leben. Nimm dir, was du brauchst und dann geh bitte wieder. Erzähl niemandem, dass wir hier leben. Ja, klar, kein Problem. Alles gut. Wenn ich alles haben darf, dann kein Problem damit. Ich dachte, hier ist gar keiner. 64. Wieso ist hier 64? Und 15. 15, 64? Ist hier ein Tresor irgendwo? Wenn ich jetzt hier ein Tresor finde, dann versuche ich das gleich mal aus. 15, 64. Eine Sprengrakete. Nice. Was die hier haben. Nehmen wir alles mit hier natürlich. Mächtige Mana-Pflanze. Ja, gerne doch. So, 64, 15, ne? Stand jetzt hier. Aber hier ist kein Tresor. Ist vielleicht oben einer? Da komme ich so leicht jetzt nicht hin. Ja, ups. Ist er eigentlich alleine hier? Oder hat er noch eine Frohe, die hier mit irgendwo rumeiert? Na komm, lass mich zur Tür raus. Er ist da, okay. Hier hängt Wäsche. Oh, hier ist noch jemand. Bitte lass uns hier in Ruhe leben. Nimm dir, was du brauchst und verschwinde wieder, bitte. Ja, gerne. Kein Problem. Also allein ist er schon mal nicht, okay. Da drüben ist auch noch irgendeine Bude, wo wir dann mal hin können. Nochmal Klebeband, klar. Hier bauen sie Zeug an. Trollkraut. Ist ja cool, dass man sich bei denen einfach alles nehmen kann. Nett. Ohne dass ich sie niederkloppen muss. Das hat schon was. Nordranke, ja klar, wir nehmen hier alles mit. Wiesenkraut. Aber ich muss mir das Obergeschoss dann nochmal angucken. 64, 15 oder 15, 64. Merken wir uns. Hier, komm. Hoch da. Moin. Hier, Tresor, verschlossen. Das ist es doch bestimmt. Hier, 1564. Das war nichts. Schade, okay. 6415? Geht doch. Ah, nice. Ja, wunderbar. Metallschrott und goldener Kelch. Ja, wow. Hier haben wir ein paar Tote. Heldenbrief 6. Ein Krug. Gucken wir uns den Heldenbrief mal an. Hallo? Da? Also das Flugblatt? Ne, wollen wir nicht? Hier, Heldenbrief 6. Name des Helden. Spechstein. Spechtstein, okay. Kennzeichen. Streuner, der jeden Bibliothekar alt aussehen lässt. Seine Kompendium an Regelwerken und Büchern lässt jeden Spielleiter graue Haare wachsen. Zitat. Ihr glaubt mir nicht? Dann schlage ich jetzt nach. Ja, wunderbar. Heldenbrief 4.
Name des Helden. Asgrim Haldruninson. Was? Meine Güte. Kennzeichen. Mächtiger Magier und Schürzenjäger, der sich ständig selbst verstümmelt. Ein Traum. Lass mich durch, ich bin Magier. Gerne, gerne. Heldenbrief 2. Name des Helden. Scharia. Grimmsgewisper. Okay. Kennzeichen. Liebreizende Elfe. Heult zusammen mit ihrem Wolf den Mond an und geht jedem Schuster aus dem Weg. Holt ihre Pfeile nicht aus dem Baumarkt, sondern schnitzt sie selbst. Haltet alle mal die Klappe. Na klar. Ja, eine Heldenbrief 7. Name des Helden. Hestena. Okay, Kennzeichen. Stimme der Vernunft. Wenn alle Stricke reißen, setzt sie die Detektivmütze auf und bringt die Karten auf den Tisch. Zitat. Das kann man sicher auch vernünftig re... Ach, mir hört doch eh keiner zu. Vergibte Spielanleitung. Das blaue Auge ist ein gesellschaftliches Spiel für jung und alt. Neben deiner Fantasie brauchst du nichts weiter als ein dickes Fell. Ziel des Spiels ist es, den Spielleiter und andere Mitspieler durch nicht enden wollende Diskussionen dazu zu bekommen, dass sie einen Nervenzusammenbruch erleiden. Regel Nummer 1. Der Spielleiter hat nie recht. Regel Nummer 2. Hat der Spielleiter doch recht, tritt Regel Nummer 1 in Kraft. Ja, das ist schön. Schön, schön, schön. Ein Meisterbrief. Was ist das? Name des Helden. Batesh. Kennzeichnung. Gesunde Ernährung und immer gut gelaunt. Scheitert jedoch regelmäßig an der mangelnden Vorbereitung seiner Mitspieler. Zitate. Ihr müsst da gemeinsam durch. Ihr müsst zusammenhalten. Ihr müsst... Ach, was soll's. Dann lese ich halt im Regelwerk. Heldenbrief 5. Ich glaube, wir haben es gleich. Ihr könnt ja... Ja, hätte ich vorher mal sagen sollen, ne? Einfach vorspulen. Grobi, König der Holzfäller. Kennzeichen. Benimmt sich wie die Axt im Walde. Glücklicherweise betritt er nur ungern Wälder, da er Bäume fürchtet. Reden aufs Maul. Ein ganz grob geschnitzter. Heldenbrief 1. Ich sag gleich noch die ganzen Krüge ein. Name des Helden. Elarion Dachfreund. Kennzeichen. Blödler, okay. Und gewöhnungsbedürftiger Elf, der nicht klettern kann. Bravo. Ja, super. Nicht klettern können und gewöhnungsbedürftig sein. Ja, komm, ich nehme euch mal eure Krüge ab. So wie ihr da hockt, braucht ihr die nicht mehr. Oh, noch einer. Heldenbrief 3. Ja, komm, der ist wichtig. Ohne den können wir einfach nicht weiter. Name des Helden. Baklosch, Sohn des Bengran. Zwerg, der jede Mülltonne nach etwaigen Wertsachen durchsucht, lebt frei nach dem Motto, jedem das Seine und mir das Meiste. Zitat, teilen? Meine Frau teilt sich gleich. Ach, meine Faust, nicht die Frau. Das wäre was anderes gewesen. Na, hübsch. Hier, eine schöne Rollenspielrunde. Wir haben ganz schön lange gespielt, würde ich mal sagen. So, habt ihr noch was anderes hier? Bohnenliebe 1. Hey, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chad also wirklich suchen? Natürlich, wir können ihn doch nicht hängen lassen. Na klasse, da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab. Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut, wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Wenn das mal gut geht. Ja, okay, in Goliath haben wir sie ja schon gefunden. Die Bodenliebe 2. Wo sind sie dann als nächstes hin? Zu den Outlaws hieß es. Da müsste man bei den Outlaws eigentlich die nächste Aufzeichnung finden. Hübsch, hübsch. Hier, ein bisschen Federvieh. Ruinen ohne Befestigung. Wenig ehrenhafte Epoche. Die brauchten keine Befestigung. Das hat sich alles nie gelohnt. Hier ist ein Goldbrocken. Wo mache ich den jetzt hin?
Mensch, das war hier eine coole Gegend. Hier ist irgendwie ein Angriff. Ach ja, die machen hier den komischen Vogel da nieder. Können sie mal gerne machen. Ah, schade, ich dachte. Steck, du weißt, was gut für dich ist. Ich wollte gerade den Kill klauen, ganz heldenhaft. Aber es hat nicht geklappt, ich war ein Ticken zu langsam. Das hätte ich gesagt, jawohl. 5 Erfahrung oder Zähne, was so Vogel gibt, ne? Kann man mal mitnehmen. Aber immerhin habe ich seine Beute gekriegt. Okay, wir gucken uns mal das Ding hier an. Das sieht auch geil aus. Oder wir gucken es uns doch näher an, weil da unten ist schon wieder sowas Verrücktes. Ich denke, das da unten werden wir noch nicht kaputt kriegen. Was auch immer das ist. Ich finde, wir können froh sein, dass wir den Molch hier kriegen. Na komm. Ja, hier, da, in den Molch rein. Was war denn das für ein Sprung? Ja, ich hab's genau gesehen. Du mich angreifen wolltest, du Hugo. Ja, nimm das. Ja, komm. Erzähl das deiner Mutter. Ja, nein, geht weg. Das ist mein Molch. Geht euch gar nicht an. Ja, 60 Erfahrung, ihr Gurken. Oh, warte, ihr seid hier. Ich hol mal das Vieh da. Ihr Fleischgrille, komm. Auf geht's. Komm. Die sind noch nicht so weit weg. Ja. Fleischgrille, komm. Das Vieh hol ich mir. Ja, holt euch das Vieh. Auf die Fleischgrille, fertig, los. Hier, ich mach sogar mit. Nicht so, dass es heißt, ich hätte nicht gemacht. Ich sehe natürlich wieder den Lebensbalken von dem Vieh nicht. Ein bisschen dämlich ist. Ja, einfach mal reinhauen. Ah, Hälfte ist schon runter. Weißt du, ob ich Schaden mache an dem Teil? Wahrscheinlich nicht. Ja, sehr gut. Ja, ich... Alles gut. Dankeschön. Jetzt könnt ihr wieder gehen, Jungs. Sehen, ob hier noch irgendein Vieh ist. Sieht erstmal nicht so aus. Nice. Gut, dass der Händler gerade vorbeikam. Sehen, ob wir jetzt hier irgendwas Interessantes haben. Wenn hier schon eine geile Fleischgrille ist. Oh Gott, was ist das da? Meine Fresse hier. Also, nee, entspannte Gegend ist das hier nicht. Lagerfeuer. Könnte eine Hochleistungssuppe basteln. Naja, weiß ich jetzt nicht. Ja, komm. Eine kann man schon bauen, oder? Wenn wir gerade mal hier so eine Brause haben, klar. Okay, wirklich gebracht hat es jetzt. Aber nix so. Vielleicht wäre es was gewesen, wenn wir die Erfahrung für das Vieh gekriegt hätten, aber dafür mache ich zu wenig Schaden an den Tierchen. Steck die Waffe weg. Du weißt, was gut. Wo lauft denn ihr eigentlich hin? Ach, wir sind jetzt hier bei der Burg. Wollen wir uns die Burg mal angucken? Was? Wir werden angegriffen. Ein Schakal. Ne, Hornwolf ist gar kein Schakal. Ja. Bin nicht mehr so schwach wie früher. Diesmal kann ich dich hauen. Ich mach sogar Schaden. Ja, gleich nochmal. In den Hintern. Ja, okay. Mit Schakalen können wir jetzt schon fertig werden. Boom. Das ist immer der Lebensbalken weggeht, ne? Ja, hier kommt nochmal. Der wollte nochmal. 25 Erfahrung für das Tierchen. Der geht ja jetzt doch schon ganz einfach eigentlich. Ist ganz cool. Also solange wie er alleine ist. Ich will nicht wissen, wie ich abkacke, wenn da 2 kommen. Hier ist unsere Burg. Wohnt hier jemand? Hier werden Helden geboren. Wann kam der Spruch das letzte Mal? Bei einem riesen Banditenlager. Ich glaube, da vorne steht schon jemand. Ja. Was für Leute seid ihr? Banditen. Und die haben alle Totenköpfe. Was?
Achso, eine Ratte, ja, okay. Das geht, damit komme ich gerade noch zurecht hier. Ich glaube, ich mache jetzt so viel Schaden wie Doras selbst. Das ist schon nice. Ja, hier, wenn wir Bete draufhauen, dann geht so eine Pestratte schon mal weg. Ja. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Okay, dann. Oh. Warte mal, die waren heftig, glaube ich. Reißer, Die haben einen gelben Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob gelber Name was bedeutet. Wenn bloß der eine kommt, können wir mal versuchen. Komm. Ja, komm. Nur du, bitte. Greifst du an oder machst du jetzt echt bloß Radau? Den anderen juckt's noch, ne? Das kann sein, dass der gleich mitkommt. Hallo. Sieh mal zu, Kollege. Komm, bitte. Ach, komm. Ja, komm. Damage. Ach, komm. Okay, gegen. Die haben zwar keinen Totenkopf, aber da machst du nichts, ne? Ja, lass den Reißer da mal Reißer sein. Das bringt noch nichts. Da brauche ich einfach mehr Schaden für. Und ich muss auch mehr Rüstung kriegen. Ich halte nämlich auch nichts aus, tatsächlich. Angriff. Jetzt kommt der alleine. Das können wir mal versuchen. Das Vieh mache ich platt. Ja, mach das Vieh platt. Mach mit, hier. Wenn wir machen dem ja Schaden. Von daher kann es schon sein, dass man kriegen. Dürfen wir uns bloß nicht erwischen lassen. Ja. Ja, das hat Schaden gemacht. Sehr gut. Jetzt haut du was drauf. Ah, super. Duras hat so mächtig drauf gehauen. Ja, komm. Stolz bin ich. Ah, hängst du fest, Kollege? Ja? Eine Kacke, wa? Oh, das ist nicht gut. Ja, komm. Nein, nein, das war zu langsam. Ich muss da, glaube ich, gleich mit der schnellen Attacke draufhauen. Wir könnten den kaputt kriegen. Das werde ich mal versuchen. Ja, nimm das. Herbert. Okay, mit der Combo-Attacke machst du am Ende dann doch so ein bisschen Schaden. Ja, hängt er wieder fest hier in seinem Buschwerk. Schwache Vorstellung, echt. Ach, willst du doch nochmal? Alter. Die in den Wänden drinnen, ne? Dann cheaten sie. Ja, da kommt da. Ich helfe dir. Ja, hilf mir. Los. Wir machen ihn fertig. Ja, hau drauf. Ja, gleich nochmal. Ach, verdammt, ausgewichen. Nimm das, Herbert. Ja, sehr gut. Okay, wen will er? Duras will er. Gibt's nicht. Hier, nimm das. Hälfte weg. Jetzt will er, glaube ich, mich. Duras, hau denn nicht so da in die Richtung. Und geh aus dem Weg. Jetzt kommt diese Mistratte hier. Ne? Willst du mich? Nicht so richtig. Ja. Sehr gut. Oh, nein! Nein! Nimm doch das Teil da weg. Oh. Ja. Muss mal was essen. Ich hab den so weit runter. Will jetzt nie sterben. Geht doch alle aus dem Weg hier. Ja, nein! Ah, das gibt's doch nicht. Verdammte Scheibenkleister, dieser verdammte mistige arabische, horrendige Kackratte da.
Ja, nimm das, Herbert. Ja, ich mach Schaden. Was ist das? Und wieso hat er jetzt so eine Attacke gemacht? Alter, der regt mich echt auf. Es ist so dämlich wieder, weil ich genau weiß, den können wir schaffen, wenn das hier mal ein bisschen läuft. Aber dann läuft das nicht, ne? Ja, nimm das. Kack, wie. Auf. Ich komm von hinten. Und, ja, sauber, Doras. Genau so geht das. Ja, richtig schön. Ja, genau, gib's ihn. Nimm mit. Ja, ich mach auch mit. Komm, ja. Schnell ausweichen. Okay, hier, nimm das. Ja, gut. Er ist gleich hinüber. Jetzt kommt wieder diese Mistratte, ne? Mach doch cool, du Viech. Ja. Ja, ja, ja. Die Ratte die ganze Zeit. Ich glaube, er hängt fest. Mist, ich erwische ihn nicht. Komm, 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 der ist fast hinüber. Nein! Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Ja, toll. Kurz vorm Ende, ey. Ach. Wegen dieser Mistratte da unten. Nur wegen dieser Mistratte. So, wir müssen ein bisschen weiter hier hinten kämpfen, Doras. Ja, mir reicht's auch. Echt. Dieses Kackvieh hier. Ausgewichen, sehr gut. Er will immer noch mich. Ja, immer noch. Doras haut drauf, macht keinen Schaden. Ja, ja, jetzt. Ist abgelenkt. Ja, sehr schön. Kombo-Abschluss. Wieder hier hinten, ne? Ja, hau du drauf, genau. Jetzt hau ich drauf. Ja, so gut gemacht. Jetzt gleich wieder was. Ja, sehr gut. Ja, hier, nimm das. Nein! Wieso? Wieso duftest du da? Oh nein, und der Licht. Das gibt's doch, ne. Kackvieh. Das ist die Schnauze voll mit dem Viech, ne? Jetzt reicht's. Ja, ja. Mir reicht's. Mit dir, sag ich dir. Ja, daneben. Schon wieder ich. Na ja, komm. Sehr gut, Doras. Jetzt kriegt man. Ja, in den Hintern, du. Ne, hab ich gesehen. Hab ich auch gesehen. Sauber, danke. Oh, muss ich mal ganz kurz aufpassen hier. Na, ja, man sieht zum Glück, wenn er angreifen will. Komm, die Hälfte ist weg. Ja gut. Er hängt gerade fest. Nein, 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 nein. So nicht, mein Freund. Du cheatest schon wieder. Ja. Nimm das. Ja, sauber, Doras. Jetzt so. Müssen wir es nur fertig machen. Oh, Gott sei Dank. Haha, wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh. Ein Mistviech. Puh, Gott. Jetzt die Ratte, die mich da vorne schon so 50 Mal geärgert hat. Ist jetzt auch dran. Das Ganze alles für eine Zigarette, du. Ja, du. Du Kackvieh. Ja. Nimm das. Ja, was ist denn das schon wieder? Der will... Erst will er angreifen, dann will er nicht angreifen.
Was ist denn das mit den Angriffen manchmal? Komm. Sonst an der Ratte scheitern. Komm. Ja. Voll drauf. Ja, vorbei. Sehr gut. 10 Erfahrung. Hart erkämpft. Meine Fresse.